Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. In der Hand habe ich ein Palmblatt. Mit diesen Blättern begrüßen Jung und Alt Jesus von Nazareth, den Zimmermannssohn in Bethlehem geboren. Der Zimmermannssohn mit einer besonderen Begabung, der mit seinen Freunden und Freundinnen nach Jerusalem kommt, um Pessach zu feiern. Sie hielten sie in den Händen und legten sie ihm zu Füßen. Es war wenige Tage vor dem großen Fest. Die Stadt war gereinigt und geschmückt. Ein Prophet namens Sacharja hatte gesagt, dass ein König kommen werde und er werde einreiten in Jerusalem auf dem Füllen eines Esels. Dieser König werde sie retten. In Jesus sehen die Menschen, die ihm zujubeln, diesen König und Retter. Sie sind begeistert, sie rufen und singen: Halleluja, gelobt sei Gott. Manche legen ihm sogar ihre Kleider zu Füßen. Sie sehnen sich so nach Frieden und Schutz vor den römischen Soldaten, deren Gewalt und Willkür. Nach all dem, was der Friede Gottes mit dem hebräischen Wort Shalom bedeutet. Keine Angst mehr, Freiheit, nicht mehr hungern und dürsten, friedlich mit den Nachbarinnen und Nachbarn leben und getrost in den Tempel gehen, Gottesdienst feiern, beten. Keiner müsste sich dann sorgen um die Gegenwart und auch nicht um die Zukunft. All das erwarten sie von ihm, von Jesus von Nazareth, gerade mal Ende 30. Sie haben gehört, dass er zu einem Mann gesagt hat: Steh auf und geh. Und er tut das tatsächlich. Und zu einer Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Du bist geheilt. Und sie ist gesund. Sie glauben an ihn und seine innere und äußere Kraft. Doch er sagt immer wieder: Das bin nicht ich. Gott hilft dir und dein Glaube hilft dir, wenn du auf ihn vertraust. Aber sie wollen in ihm den Helden sehen. Und so rufen sie ihm zu: Halleluja, gelobt sei Gott, und meinen doch ihn, den Menschen Jesus. So sind wir wohl. Wir wünschen uns Menschen, die uns retten, die uns befreien von dem, was uns bedrückt. Manche schreien nach dem starken Mann, andere nach der sorgenden staatlichen Mutter. Ja, es gibt sie, die Helden und Heldinnen des Alltags. In dieser besonderen Zeit sind es all jene, die in Krankenhäusern, in Hospitälern und in ambulanten und stationären Pflegediensten tätig sind. Über Gebühr arbeiten, oft zu gering bezahlt und dabei ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen. In den Altenheimen ganz besonders, aber auch Polizisten und Polizistinnen, Lkw-Fahrende, Bäcker und Bäckerinnen und all jene, die uns das verkaufen, was wir zum Leben brauchen. Und die ehrenamtlich Tätigen, die gute Ideen in Taten umsetzen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns aufklären, und die Medien, die uns zuverlässig informieren. Und nicht zuletzt jene, die politische Entscheidungen treffen müssen, um die Krise zu meistern. Wir wünschen uns Menschen, die uns retten. Und wenn es ihnen gelingt, gehört ihnen alle Anerkennung der Welt. Aber Heldenverehrung ist riskant. Wenn sie die Erwartung nicht erfüllen, werden sie von jenen, die sie bejubelten, schnell wieder fallen gelassen.
So erging es auch Jesus, der kein Held sein wollte und konnte. Wenige Tage später wurde er mit der Zustimmung des Volkes, all jenen, die ihm vorher zugejubelt hatten, getötet, mit der Todesstrafe am Kreuz. Er hatte, so war der Vorwurf, Unruhe gestiftet. Zu viele waren sich der Kraft Gottes und ihrer eigenen Kraft bewusst geworden und hatten wieder Hoffnung geschöpft. Hoffnung auf ein besseres Leben. Diese Hoffnung lasst uns verbreiten untereinander in diesen Tagen. Wir sind nicht ohnmächtig, sondern wir können jede und jeder an ihrem und seinem Platz etwas tun. Von zu Hause, am Arbeitsplatz, füreinander. Kleine Schritte, die die Welt verändern können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.